Damen und Herren. Ich möchte Sie im Namen der Winzer von Mottern herzlich zu unserer diesjährigen Weintaufe begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich unseren Stadtpfarrer Pater Clemens, der das einzige heute Abend hat. Weiters unsere Frau Dr. Meierhofer, BH-Chefin. Sehr schön, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, dass Sie noch mehr umreißt bei der Weintaufezeit als uns. Ja, wir haben auch keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben einen Moderator heute, der es besser kann wie ich. Meinen alten Schulfreund und Kriegskollegen in Sonoarmin, unseren Altbürgermeister, den wir gleich das Mikrofon übergeben. Ich möchte nur einen herzlich grüßen. Das werdet ihr dann vielleicht im Laufe der Veranstaltung erkennen, wieso. Den Altchef von der Druckerei Schöner, mit dem was ich über 20 Jahre jetzt schon die Heuerkalender mache, und aus dem Grund ist eigentlich auch der Kontakt zustande gekommen für die heutige Patenschaft. Okay, ich will nicht viel vorgreifen und übergebe meinen Nachredner das Mikrofon. Danke dabei. Ja, liebe Freunde des Weines, ich muss jetzt dann sagen, ich bin nicht der neue Weinbauvereinsobmann, ich habe ja gar keinen Wein, also daher, da mag ich schon mal dran, aber ich habe das gerne angenommen, die Bitte, dass ich da ein bisschen verbindende Worte spreche, aber eins, wir haben so eine herrliche Musik heute, vielleicht machen wir mal Musik. Das auch ohne Mikrofon, den ein bisschen übersteuert, so wie ich es erst gerade merkt. Also ich möchte einen Trinkspruch einmal sagen, nachdem auch der Pater Clemens da ist, der einen Bezug hat zu Gott. Und zwar lautet er: Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass edler Rebensaft verderben soll. Darum hat er uns nicht nur die Reben gegeben, sondern auch den Durst dazu gegeben. Oder Wasser macht weise, fröhlich der Wein. Drum trinke beide, um beides zu sein. So, und jetzt darf ich also den Julia Chef, oder ist er schon der Chef? Also, ja, schon, ja. Den Wittmeier Günther also, begrüßen, und von ihm ist der Taufwein. Und er erzählt uns jetzt etwas über seinen Taufwein, wie er das ganze Jahr gewachsen ist und so weiter. Ne? Ja, ich meine. Schnell erzählt, ich glaube, es geht auch so. Ist eigentlich schnell erzählt, das Jahr, es war dann im März noch ziemlich kalt. Zum Glück hat es ein bisschen im Austrieb verzögert und dann ist der April gekommen und wie alle wissen, der April schon mit 30 Grad, das war Wahnsinn, der Austrieb. Das hat, ist alles gewachsen und gewachsen und dann war schon der Mai da wieder, auch warm, sehr trocken die ganze Zeit und dann war die Blüte und die Blüte war Ende Mai schon vorbei, normal sagt man zur Sonnenwende. Und da haben wir schon gewusst, dass es ein sehr frühes Jahr ist. Es waren auch dann die Marillen sehr früh, um 14 Tage zu früh. Und das Wetter ist dann so weitergegangen. Es hat sehr wenig geregnet, war sehr trocken. Und es hat eigentlich immer alles mehr Haut drin. Und das, dann ist halt schon der August gewesen. War nicht recht viel anders, auch immer heiß und trocken. Und dann haben wir schon ins Ernten angefangen. Wir haben am 21. August schon ins Ernten angefangen. Den Sturmheiligen, was eigentlich noch nicht da war. Ja, und dann haben eh schon alle anderen auch auf, also Ende August, Anfang September ins Ernten angefangen. Das war dann alles sehr schnell. Wir waren in 16 Tagen fertig, normal brauchen wir 25 Tage. Und wir waren dann am 27. September fertig, wo wir eigentlich normal anfangen so richtig. Ja, und jetzt noch ein paar Worte zum Wein. Das ist ein Grünwettliner Federspiel.
von der Riedersüßenberg, ist am 26. September gelesen worden, mit knappe 19 Grad, hat ca. 12,5, zwischen 12,5 und 13 Alkohol, 5,5 Säure, ist, wenn man dann kostet, wird es sehen, sehr trinkfreudig, also geht runter. Ja, sehr fruchtig und ich glaube, widerspiegelt das Jahr ganz gut. Danke. Gut, hervorragend. Also wir werden ihn nachher genießen, also, und ich glaube, es bleibt da nichts mehr drin in den Fassen. Ne? Ich habe noch was angeladen. Gut, bevor wir zum Taufpaten kommen, noch einen Spruch, der von Martin Luther angeblich stammen soll. O Alkohol, dass du mein Feind bist, weiß ich wohl. Doch in der Bibel steht's geschrieben, du solltest deine Feinde lieben. Jetzt kommen wir zum Paten. Ich darf dir also bitten, da bist du nicht mehr. Ja. Der Pate ist also kein Unbekannter im Ortern. Wald Johann, unser Weinbauvereinsobmann, hat schon den Herrn Schlinger begrüßt. Du bist aber jetzt der eigentliche Chef, und zwar von der Druckerei. Und dein Name, stell dir gleich selber vor, ist bitte. So schön. Mein Name ist Johann-Henrik Stein. Bin, wie schon gesagt, rechtlich versteht mich jeder? Ja, dann machen wir das auch so. Bin seit 12 Jahren der Chef vom Drucker Schiele und Krems. Mein Vorgänger steht bisher mit da. Durfte die Verbundenheit zwischen dem Drucker Schiele und Mortern gleich übernehmen sozusagen. Das heißt, wir produzieren schon seit über 20 Jahren den Horrenkalender für Mortern und mindestens ebenso lange die Gemeindezeitung, die Gemeindenachrichten von Mortern. Und ich persönlich habe zu Mortern noch eine besondere Verbindung, die vor drei Jahren stattfand, nämlich genau hier. Wir haben hier mit der Firma unser Gouchfest abgehalten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das Gouchfest ist eine alte Tradition, der Drucker und der Setzer hauptsächlich. Die gibt es schon seit mehreren hundert Jahren. Und ich pflege diese Tradition, das passt ja auch zum Wein und zur heutigen Veranstaltung. Auch schon seit vielen Jahren, habe ich in Deutschland schon gemacht, auch hier in Österreich. In Österreich bin ich jetzt das 18. Jahr. Und das haben wir hier groß gefeiert mit einigen hundert Leuten. Ich habe parallel dazu gleich noch meinen 50er mit erledigt. Den haben wir auch gefeiert. Und hier im Schüttkasten gab es dann noch eine Pressekonferenz, weil ich mir noch eine zusätzliche Firma angetan habe aus dem 3D-Druckbereich. Und da sind wir auch in Österreich ganz gut unterwegs. Und das haben wir hier im ORF und anderen Presseleuten präsentiert. Dankeschön. Aber noch eine Frage. Dein Bezug zum Wein. Speziell zum Wachauer Wein. Ist der gegeben oder gibt es da etwas dazu zu sagen? Na gut, der ist sowieso gegeben, weil wir ja doch viele Winzer haben als Kunden. Und wo ich die ersten, ich war zuerst 5 Jahre in Melk und dann bin ich halt nach Krems gekommen. Und da gibt es natürlich tolle Begebenheiten, also auch trinkfestere Begebenheiten, die nicht nur vom Wein her rühren, sondern auch vom Schnaps. Und teilweise hatte ich auch Winzerkunden, die am Anfang bereits in den frühen Morgenstunden, also um 6.30 Uhr, 6.30 Uhr zu Arbeitsbeginn, mit mir keinen Kaffee trinken wollten, sondern 8 Uhr Wein. Und das war halt doch ziemlich neu für mich. Und der Arbeitstag war dann, lief dann aber wie geschmiert. Gut, bevor wir jetzt wirklich so zu der Taufe kommen, mag ich ein paar Sprüche, und zwar nicht Sprüche, sondern Begebenheiten, die da innen stattgefunden haben. Es waren ja schon so viele Weinbarten da. Und unter anderem auch der Karl Wevling, unser Landesrat jetzt in der Landesregierung. Und der ist gekommen. Landtagspräsident. Und der ist gekommen und hat gesagt, dass er in Erde ist, dass er in Mautern, dass er jetzt Weinpartner ist. Aber das ist ein Wahnsinn mit den Weinsorten und den Ausdrücken. Sagt er, bei uns im Weinviertel in Bolsdorf gibt es einen Saurüssel. Was gibt es in Mautern? Ein Smaragd, eine Steinfeder, ein Federspiel, sagt er, wir können uns überhaupt nicht vergleichen. Ne? Es gibt aber außer dem Saurüssel noch andere Namen, die vielleicht schon in Vergessenheit geraten sind. Das ist die Dürnsteiner Flohachsen. Der Name ist geschützt, wird aber nicht mehr ausgeschenkt. Dann gibt es also den Steiner Hund gleich gegenüber.
Oder es gibt also den Heckengletscher, den gibt es wirklich. Also, das ist nicht nur so, wenn man nach Bergen rauffährt. Also. Jetzt magst du den Kopf rein. Du traust dir was. Nein, das ist sehr, sehr gut, der Berger, nein, da gibt es überhaupt nichts, ne? Weil ich nur den Namen also erwähnt und so weiter und so fort. Und jetzt also kommen wir nochmal zu dir. Du kannst jetzt also deinen Namen preisgeben und dazu auch ein bisschen eine Geschichte finden, warum du genau auf diesen Namen gekommen bist. Der junge Mann, der hat ein bisschen was damit zu tun, ist nämlich mein Jüngster. Das ist der Henry, der ist 3. Ja. Und wir haben jetzt im Familienrat die letzten 3 Tage hauptsächlich intensiv gerätselt, welchen Namen können wir dem Weinen denn geben. Ja. Und wir wollten ein bisschen Bezug zur Familie herstellen und vor wenigen Wochen ist mein Schwiegervater verstorben und der Opa hatte immer so seine Spezialworte für die jungen Burschen. Ja, es gibt 2 9-Jährigen und dann 3-Jährigen. Und dieses Spezialwort für junge Burschen habe ich mir noch mal drüber belesen und da habe ich unter anderem gefunden, so Synonyme für meinen Namen. Das heißt, unter anderem steht das Ganze für junge Charaktere, für einen jungen Charakter, ja, so im Frühstadium, für Spritzigkeit, für Esprit, auch für liebenswerte Dinge, für wilde Sachen, ja, das bist du ganz besonders, ja, für was Außergewöhnliches, für was Freches und für Schlau. Und da haben wir gedacht, da holen wir dich mit dazu. Willst du den Namen verraten? Hm? Wie soll denn der Wein heißen? Ruf's mal ganz laut. Was? Nein. Sag's mal ganz laut. Ruf's mal ganz laut. Wie? Was hat der Opa gesagt zu dir? Was hat er gesagt zu dir? Ne? Der Opa hat zu ihm immer Strizi gesagt. Und das ist der Torfname. Also der Torfname ist jetzt der Strizi. Wir haben eine eigene Schreibweise und also ein bisschen eigen. Vielleicht noch kurz in meiner Eigenschaft als Druckereinhaber noch kurz schnell zu sagen. Ich sehe da jetzt schon ein ziemlich spezielles Etikett, also farbenfroh und modern und lustig. Der Name ist, glaube ich, auch, fügt sich in deine lustigen Namen mit ein. Und ich würde die Gestaltung und die Etiketten gerne sehr gerne sponsern. Danke. So, bevor wir den Wein segnen, dürfte ich um ein Musikstück bitten. Pater Clemens bitten um die Segnung des Weines. Da muss ich gestehen, einen Strizi habe ich noch nicht getauft. Zumindest den Namen nicht. Da waren schon manche dabei wahrscheinlich. Ein liebevoller Name. Ich werde gerne diesen jungen Wein taufen, segnen. Und wir haben zuvor schon gehört, unter anderem ein sehr bemerkenswertes Zitat von der Feindesliebe bei Martin Luther.
über den Wein. Ich habe von ihm in diesen Tagen auch ein anderes Wort gelesen. Da sagt er, wir stehen mitten im reichen Segen, damit man da alles, was vom Himmel kommt, alles, was in der Schöpfung, in der Natur gegeben ist, was wir empfangen haben. Wir stehen mitten im reichen Segen und wir sehnen nicht. Damit man da, es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, wie wir gesegnet sind, was alles ist. Und Gott, der heutige Tag, denke ich mal, die Segnung macht uns bewusst, das, was für uns so selbstverständlich ist, Jahr ein, Jahr aus, dass wir eine wunderbare Weingegend haben, dass wir hervorragende Winzer haben und einen sehr, sehr edlen Tropfen, der uns so selbstverständlich auch zur Hand ist. Sagen wir Dankeschön heute dem Herrgott, gemeinsam mit unseren Winzern, wenn wir jetzt den Segen Gottes erbitten für den jungen Wein, für uns alle, ganz besonders für alle, die mit den Weingärten, mit dem Wein zu tun haben, davon leben oder ihn genießen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Preiset den Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Danket dem Herrn, denn er ist gut. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blut. Wir bitten dich, segne diesen Wein, der den liebevollen Namen Strizi trägt. Und segne ihn, wenn wir ihn zu Ehren des heiligen Martin trinken werden. Lass uns erfahren, dass du der Gott bist, der die Herzen der Menschen froh macht und Gemeinschaft stiftet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Mit diesem Jungwein soll auch der Wein, der junge Wein, alle unser Winzer gesegnet sein. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Clemens, vielen, vielen Dank. Und es gehört sich noch dazu, wenn er ein Weinhauer ist, dass unser Bürgermeister auch noch ein paar Worte zu uns spricht. Und dann dürfen wir den Wein auch trinken. Gut, liebe Gäste, liebe Berufskollegen, ich habe den schwierigsten Part eigentlich jetzt, weil es ist eigentlich schon alles gesagt worden. Und damit der Bürgermeister ja nicht viel sagt, haben sie mir jetzt zum Schluss da ans Wort kommen lassen. Zum einen möchte ich mal Danke sagen dem Weinbauverein für die Abhaltung der Weindorfe. Gleichzeitig möchte ich aber Danke sagen allen Weinproduzenten schlechthin in der Gemeinde für die Pflege der Weingärten und der Landschaft. Wir sind Weltkulturerbe und wir leben in einer wunderschönen Kulturlandschaft. Viele Gäste kommen deswegen zu uns und ich glaube, viele sehen das als Selbstverständlichkeit. Und wenn einmal ein Grundstück dazwischen nicht so gepflegt ist, dann fällt das gleich mal jeden auf. Ja? Bei uns in Mottern ist das Gott sei Dank nicht so. Es gibt nur gepflegte Grundstücke und wir haben eine wunderschöne Landschaft. Und dafür muss man auch den Winzern einmal allen Danke sagen. Heute ist aber die Weindorfe und alle, die heute hier sind, sind ja eigentlich Botschafter oder es soll ja symbolisieren, ihr alle sollt eigentlich den Ruf des guten Mottner Weins hinaustragen und sagen, dass der neue Jahrgang sehr, sehr gut ist, muss man uns dann gleich überzeugen können. Und ich glaube, jeder, der was Wein trinkt oder sagen wir so ein Produkt aus der Traube trinkt, sagt ja Ja zur Kulturlandschaft und dient eigentlich zum Fortbestand der Kulturlandschaft und das sollte man eigentlich jedem Gast immer vermitteln und uns selber auch immer vor Augen ins Bewusstsein führen. Der Günther hat erwähnt, das Jahr war sehr, sehr schwierig, es war unglaublich zehrend, glaube ich, für alle Beteiligten, weil man der Natur nie nachgekommen ist, aufgrund der vielen Sonne. Und ich glaube, es ist jetzt nicht nur für den Wein Zeit, sondern auch für die Hauer, einmal eine Rast einzulegen. Eine Rast einzulegen und mit neuer Kraft dann
für den nächsten Jahrgang da zu sein. So, und jetzt darf ich das Wort erwähnen, auf das schon alle warten, nachdem ich sehe, dass den einen oder den anderen schon heiß wird und schon sehr, sehr trockene Kälte haben. Zum ersten Mal im Jahr 2018. Prost! Lieber Heinz, also danke für deine Worte. Wir vom Weinbauverein, ich bin ja Mitglied, also Mitglied, weil, ja. Mitglied bin ich, ne? Ja, schon. Deswegen glaube ich da raus. Stöckeloses Mitglied. Mir lernt das immer. Ich kriege wieder eine Weinschau. Ja, du kriegst. Nein, wir sind eingegangen beim Ausbau. Und jedenfalls also vielen, vielen Dank. Also vielen Dank auch an alle Weinhauer und Hauerinnen, dass wir jetzt einen guten Wein verkosten können. Und ich darf jetzt als Abschluss. Ihr spielt es dann noch ja noch weiter, aber als Abschluss jetzt einmal also mein Musikstück bitten und dann wird der Weinpate und die Weinhauer hier mal den Wein präsentieren. Und natürlich der Günther in erster Linie. Danke.